Stars made of stars above all made to fall. Stars counting stars. Eine Creme. Mir eine Creme einschmieren. So, so, und so. So. Genau. Kinder, ihr seid ja Anfänger. Ey. Super. So. Jetzt kannst du erstmal mit dem Finger und dann so ein bisschen verteilen. Komm nochmal näher dran. Moving on was never harder with knowledge of all the things I leave behind. I got a new friend in my life that is perfect, and you're no longer on my mind. Darf ja nicht fleckig sein, ne? Ja, okay, ich brauche noch mehr. I'll be fine and you'll be gone when nothing's like home. Viel. Mama, die Puder. Von Mama, ja. Hm? Okay, gib mir einen Meerjungfrauen-Puderpinsel. Das ist kein Meerjungfrauen-Puder. Achso, lass uns mal den Zuschauern zeigen, was ich da gemacht habe, um meine Pinsel zu schützen. Gib mal her, bitte. Ja. Der andere auch? So. Das sind meine Pinsel. Wir dürfen die Mädels nicht anrühren, und das, naja, sind die Pinsel, die meine Kinder benutzen dürfen für sich selber. Reicht schon, guck mal. Und wenn man dann so eine Staubwolke hinterlässt, muss man die dann auch sofort wieder wegräumen. Ne? Und zwar nehmen wir ein Tuch und wischen dann hier drüber. Zack. Arsch. Dann gibt es noch Kontur, dann gibt es noch Bronzer, Highlighter. Bronze, Bronze, Bronze. Dann zeige ich euch mal was. Außer Bronze, das ist. Ja. Das ist viel. Das ist jetzt kein Highlighter. Das ist ein bisschen viel.
Ich habe das gut gemacht. Ja, aber siehst du nicht hier, das ist fleckig. Da musst du einfach einen sauberen Pinsel nehmen und das Ganze nochmal abblenden. Wo ist der Puderpinsel? Da kannst du damit nochmal verblenden. Okay. Jetzt kommt der Highlighter. Und der Highlighter. Ich krieg den ersten Highlighter-Pinsel. Highlighter ist für die Nase und für hier. Ja. Nase. Und hier. Nase, hier oben auf den Wangenknochen. Perfekt aus. Ich bin noch kein 10 Mann. Das ist zu viel. Das ist perfekt. Warte, welches hatten wir? Weiß ich nicht. Die hier? Die glaube ich. Okay. Augenbrauen nachzeichnen, also durchkämmen, Augenbrauen nachzeichnen. Du ein Auge, sie ein Auge. Und dann Lidschatten, dann Eyeliner und dann Wimperntusche. Eyeliner wird das schwer. Nicht. Doch, das könnt ihr. Ich mache das. Ihr müsst das. Das. Dann zeigst du mal erstmal die Palette. Okay, warte. Ach so, und wenn man in die Paletten reingeht, dann braucht man nur ganz leicht rein. Nicht, das ist kein Wasserfarbkasten. Ja, wo man dazu zeigen. Ja, zeig erstmal. Das muss einfach zeigen. Also, da oben. Okay. Okay. Und einmal aufklappen. Vielleicht dann. Noch. Mach du. Aufklappen. Da. Nächster. Die. Und dann einmal aufklappen. Okay. I'm gonna send a sign calling you over, calling you to. Nee, die nicht. Oh Mann, das ist die perfekte. Das ist ein Sammlerstück. Nee, das ist, ja, die haben richtig tolle Neontöne. Ups, Neontöne. Aber, nee, das ist eine, ich habe mir die auf einen nostalgischen, kannst du mir bitte einmal, oh, kommst du dran? Auf nostalgischen Gründen habe ich die geholt. 80er Jahre, weil da ich noch. Das ist so. Ja, das stimmt. Aber hier gibt es auch eine mit Blumen. Ich habe da so viele. Da findest du schon irgendeine tolle Palette. Ja? Hier. Welche hast du? Die. Die hier. Ja. Das ist die Catrice. Reach Up for the Sunrise. Auch wunderschön. Na, wo ist mein Pinsel? Hier gibt's ganz viel. Ja, geht schon. Das ist voll orange. Ja, das ist komisch. Komm mal zu mir, Mama. Machst du Räume getan? Ja, zu wenig? Ich tue mir immer ganz viel auf. We can run the world.
Ja, in der Kamera. Sieht doch gut aus. In der Kamera sieht gut aus, oder wie? Sieht viel besser aus als ich kurz Dings. Was möchtest du? Mascara. Mascara. Das so zart auf, dass es anfängt, mich zu kitzeln. Ich bin gar nicht gewohnt, wenn andere bei mir Lippenstift auftragen. Dann ist man irgendwie empfindlicher. Ne? Ich kann was von euch lernen. Ja, in der Kamera sieht es gut aus. Aber so nicht. Guck mal hier. Im Spiegel gucken? Ja, die Kamera macht schon. Die Kamera sieht ein bisschen besser aus. Ich hab's gesehen. Aber das sieht trotzdem gut aus. Guck doch mal. Sehr kreativ.